Oh nein, leck. Oh. Nichts gegen Österreicher, aber Moneyboy. Ja. Moneyboy ist sowas für sich. Eine Fehlgeburt. Und ich sag dir eins, ich verstehe nicht, wie seine Videos erstmal 12 Millionen Klicks, okay, es so viele Klicks. Ja, es ist okay, es ist zum Lachen, da hat man recht, aber dass die hier, dass der hier so viele Likes hat und so, das ist hier ja echt. Es gibt halt welche Anführungszeichen Österreicher, die falsch denken über gute Musiker. Ja. Also sie haben gedacht, der Like-Button ist der Dislike-Button. Ja. Sie haben den Bildschirm verkehrt gehabt. Oder es haben Blinde bewertet. Oder der Like-Button, der Download-Link oder so. Ja, das ist auch. Aber ich weiß nicht, wie man so einen einfach mögen kann. Das Beste ist, haben sie mal in einem Interview gefragt, was bedeutet denn Swag? Hat er gesagt, das ist ein Lifestyle und so. Dabei haben sie dann so halt leise in den Interview, also haben es dann halt der Redakteur gesagt so. Das heißt Arbeitskleidung. Lol, so ein Scheiß. Boah, wenn ich das jetzt beim ersten Versuch schaffe, bin ich extrem geil. Also muss ich ehrlich sagen, das ist. Er ist ja schon tot. Nein, wenn mich jetzt. Angeberei. Lol, ich hab's geschafft. Ach du Scheiße, da war ja total einfach. Versinkt dich 3D-Arbeitskleidung auf, oder wie? Steig aus dem Bett! Zieh die Arbeitskleidung an! Schau raus aus dem Fenster, sag what up. Yeah! It's Sonntag! I get money! Yeah, man. Und die Parodie müsste ich auch mal machen, so. Jojo, Money Boy! Steige aus dem Bett! Trink meine Milch! Ach nee, das ist von Außenseiter geklaut. Oh. Einen eigenen Text noch zu erfinden. Das geht hier live. I get it later. Wow! Okay. Warum kann ich denn nicht sprinten? Dann zücke ich halt die Schrottflinte. Und wer schreibt mich jetzt hier? Nimm es einen an. Skype an. Das ist immer so eine Sache. Ich hasse es, wenn mich Leute anschreiben, wenn ich hier gerade was zum Tun habe. So, kann ich jetzt wieder sprinten? Ja, ich kann auch springen. Hallo. Boah, hier wurde aber kräftig abgefrockt. Hey. Boah, das war hier sicher eine fette Party. Und warum ist das jetzt hier alles so schwammig? Ein Teddy. Boah, ich habe mich gerade an meinen eigenen Schatten. Boah. Ja. Erschreckt. Oh nee, was willst du? Oh, ich habe mich wirklich. Gehe ich gerade zu? Ist so eine Lampe, sehe ich meinen eigenen Schatten an. Gleich mal richtig Gänsehaut bekommen. So richtig kalt den Rücken runterklaufen. Ja, steh nur auf. Boah, wie viel hat sie gesoffen? Und der Arm ist weggelaufen. So. Da lacht irgendwer und. Boah! Oh, okay. Muhahaha. Oh, der ist aus dem Bad kommen. Aus der Dusche. Ja, der kommt mit seinem scheiß Küchenmesser. Boah, wer schreit das so rum? Leute, das geht doch nicht. Alter, ich will sofort aus dem Haus raus. Boah. Okay. Ich nehme, also was ich in der ersten Aufnahmesession gesagt habe, dass das Spiel keine gruseligen Stellen hat, nehme ich jetzt hier mit zurück. Also hier läuft schon ein kalt den Rücken herunter, das muss man ehrlich sagen. Boah. Nein, du kannst es nicht gerade vorstellen. Geht mal um die. Boah. Nee, wenn die mich. Ich will nur kurz anmerken. Erstens hat er 13 Millionen Klicks und 125.000 nicht gefällt mir. Ja, sollten eigentlich 12 Millionen nicht gefällt mir sein. Ja, woher kommt es denn? 50.000 Like ihm.
Wahrscheinlich glauben die, der meint das nicht ernst. Also, wo ich den Typen zum ersten Mal gehört habe, habe ich den nicht ernst genommen. So, keiner glaubt doch, dass der es hier ernst meint. Jetzt hat er schon seine Goldene rausgebracht und keine Ahnung. Man verdient halt mit Blödsinn einfach Goldene? genug Geld, um zu überleben. Man. Ja. Es ist so unglaublich. Die Der hat meisten eine goldene Vollidioten, die Platte irgendwas rausgebracht. YouTube stellen oder so, die verdienen einfach, ja. Massen an Geld. Hat sogar einen halt die Fresse rausgebracht. Da ist er doch im Pascha in Köln drin. Im Puff und stinkt da irgendwas. Ich steige aus dem Bett. Ja, mit zwei schönen Frauen, die sich streiten um eine Ach komm, Champagnerflasche. der Typ. Die eine bekommt den Korken, die eine bekommt den Korken voll ins Gesicht. Ja, Moneyboy kann doch nichts. Also, ehrlich gesagt, Leute, ist nicht böse gemeint, wenn ihr jetzt ein Moneyboy-Fan seid. Aber alle sagen immer so, Sido, das war nicht korrekt. Sucht euch ein Nein, nicht Hobby. das. Alle haben immer so gesagt, nachdem Sido ihn verarscht hat, so, ey, wo ist mein Gucci-Handtuch? Wer hat mein Gucci-Handtuch gestohlen, weil er halt so ausgezuckt ist, wo jemand sein Gucci-Bandana gestohlen hat. Und ich verstehe es einfach sehr gut. Ich finde es auch sehr lustig und ich habe keine Munition mehr und bin gleich so am Arsch, weil da jetzt sicher wieder Viecher kommen. Ich habe hier 4 Schuss und ein paar Granaten. Ja, das kann ich gar nicht mehr schaffen. Das könnt ihr vergessen. Ich kann die noch alle schlitzen. Alter, dass ich von denen Dann verreck. nicht von denen die Waffen aufheben kann. Ja, boah, Zeitlupe an und jetzt einfach. Man hört es doch, wie ich auf der Maus draufklicke, ist sicher total stark. Irgendwie ja nicht. Uff, 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 Boah, so richtig das Messer in den. Duft, duft, Ja. duft, duft, duft. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele das sind. Steige aus dem Das Bett. muss ich mal bringen, im Let's Play aufzudrehen. Ah ja, Leute, es wird auch zukünftig Musik geben bei meinen Let's Plays. So schaut's aus. Ich habe einen Kumpel. Ich steige Nicht aus dem das, das Bett. gibt's. Das ist so ein Extra, das gibt's nicht immer. Nein, ich habe einen Freund, der ist DJ und der hat gesagt, der mixt mal ein bisschen Musik zusammen und ja, das Intro. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich mag dich doch nicht. Er hat gesagt, also wir haben schon ein Intro-Lied, das müsst ihr, laden wir dann auch noch auf die Webseite hoch, also am Kanal hoch. Und was läutet da? Telefon. Oh mein Gott. Steige aus dem Bett. Oh, das Telefon. Sprich mit meiner Mom und sag Hi. Hey, Hi. Na, wie I get in geht's? Küche. Wow. Kennst du schon das perverse Puschel? Oh mein Gott, ich liege auf einer. Wie Ich heißt müsste eigentlich, euch wie da heißt denn schon. eigentlich diese Drehkreisel da, weißt du, wo immer die kleinen Kinder drauf spielen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Drehkreisel. Schneeflöckchen. Weißglöckchen. Na, okay. Weißglöckchen, wann kommst du geschneit? La la la, ich kann den Text nicht. Das merkt Die man. muss ich jetzt kurz leiser stellen. Nachdem die Cutscene vorbei ist, an die ich Gott sei total Dank. reinrede. Es ist mir eigentlich auch egal. Oh Mann. Ich habe so die dermaßen Lags, weil ich gerade das Video rendere von Die Sims 3. Bisschen Werbung für unseren Ja. eigenen Ja, YouTube-Kanal in machen. Let's Play von eigenem YouTube-Kanal Werbung machen, das ist natürlich klar. Schaut euch die Chance. Schau uns die Sims Werbung. 3 an. Ja, schaut es euch Sofort. an. Mein Da-da-da. RTL. Ja, was haltet ihr eigentlich von diesem RTL-Beitrag, dass Gamer so assi sind und so weiter? Fuck you, RTL. Ich reg mich gar nicht drüber auf, die haben sich entschuldigt, auch wenn es nur 5 Sekunden waren, aber ist ja eigentlich auch egal. Entschuldigung, fertig, das Glaubst du war's. wirklich, das Ich war reg mich ernst eigentlich gemeint? schon auf, es gibt genug Zocker, die sich regelmäßig waschen. Es gibt auch welche, okay, es gibt auch welche, So die sich halt nicht wie ich. waschen.
Weil das sind dann wirklich solche Ich Assis. war noch nie in meinem Aber Leben duschen. nein, aber man kann halt einfach, jetzt hör zu, man kann halt nicht einfach zu allen sagen, ja, hier Asi und so weiter, wenn nur vielleicht 5% oder von allen Gamern auf der Welt sich nicht waschen. Und es gehört sich einfach nicht. Ich hab wieder Muni, aber. Tja, das ist mein Aber Beitrag falls ihr es dazu. genauso denkt. Falls ihr es genauso denkt, interessiert es mich nicht. So, ich mache jetzt hier kurz einen kleinen Cut, die beiden Wählt lustigen mich. leiser stellen. So, da geht's jetzt auch schon wieder weiter. War eine kurze Pause. Ja, boah, ja, voll in Sniper-Montur steht er vor mir und fetzt mir mit dem Sniper auf den Kopf. Also Sniper, den nehme ich doch mal mit. Ja, den nehme ich mit. Jetzt muss ich noch einen sehen, den ich wegsnappern kann. Boom. Hallo. So, ich hab. Hallo. Ja. Tschüss. Tschüss, ne? Also, Boah, was kannst du mal macht der spielen. denn? Gleich mal so richtig, wenn er aufkommt, ist er tot. Warum ist so warm irgendwie? Bist der Warmer? Das heißt auf Österreich, du bist Ja. auf Wienerisch, du bist schwul. Hörst du es nicht zischen auf meiner Haut? Ja, du bist ein ganzer Zwischen auf meiner Warmer. Haut. Also, das heißt wirklich auf. Nein, so. Wieso heißt es das? Boah. Wie geil. Ja, jetzt ist das sehen müssen. Das nämlich mache ich gleich nochmal. Boah, nee. Oh, Granate. Okay. Also ich habe keine Zeitlupe mehr. Richtig, weißt du, springe ich so richtig in Zeitlupe, tritt ihm direkt am Schädel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie episch das ausgeschaut hat. Die Frage, ob da noch der Klatscher ist, hat sich jetzt erübrigt. Ja. Boah, jetzt glaube ich langsam wirklich, die hat Orgasmen. Kann das sein, dass die da gerade brutal durchgenommen wird, Alma? Möglich. Ja, verfehl nur, wenn du. Boah. Jetzt aber. Wieso jetzt Ui, aber? mein Video hat schon 10 Aufrufe. Ich bin ein heftiger. Ja. Ganz ein Wie heftiger. viel davon, wie viele davon sind von dir? 10. 6. Nein, es hat 4 Klicks, aber 10 Aufrufe irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Hey, das gefällt mir jetzt. Also das ist hier eine coole Stelle, wo ich da rumlaufen kann mit den Robotern. Das ist mal lustig. Das ist was, wo 4-3 einen Pluspunkt bei meiner Game-Bewertung bekommt. Jo, am Schluss mache ich immer eine Game-Bewertung, wie mir das Spiel gefallen hat. Auch eine schriftliche, dass ich auch deinen schriftlichen Nachweis habe. Also wenn das Game jetzt hier mittel war oder schlecht, kriegt es halt eine niedrige Game-Bewertung. Wollte ich auch noch mal angetextet haben. Groß, ne? Ah, da geht's. Na, ich finde das eigentlich eine wichtige Sache, eine Game-Bewertung. Vielleicht holt man sich, das kann ich entscheiden, ob sich da jetzt jemand das Spiel holt oder nicht. Und deswegen macht man das eigentlich auch. Finde ich, das sollte eigentlich jeder machen. Oder cracked. Ja. So. Crack. Wer hat denn das Gespräch? Ah, da ist er schon tot, okay. Ich? Ich lade mir das auch mal, glaube ich, runter jetzt. Red 3 Crack Download. Nein, Ah, so da ein geht's weiter. Scherz. Also ist hier echt geil mit den Roboter. Und leider kann ich mit denen keinen epischen Luftkick machen. Das wäre hier richtig episch. Hallo. Wie geht es euch?